Seite herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Christian, 0:0 hier in Wien, lange in Unterzahl gekämpft und auch spielerisch mitgehalten. Wie siehst du die Partie heute im Nachgang? Ja, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Waren sofort drinnen in der Partie, haben mit Jakob Janscher eine Top-Chance am Beginn gehabt. Danach Rapid da eine Chance, wo der Jörg Siebenhandl sehr, sehr gut geklärt hat. Es war ein sehr, sehr offenes Spiel am Beginn. Wir haben sehr gut, sehr aktiv gegen den Ball gespielt, im Ballbesitz die eine oder andere Situation nicht so gut gelöst, aber sind dann so im Laufe der ersten Halbzeit immer besser geworden. Habe einen überragenden Kelvin Yeboah gesehen, der ständige Gefahren hat, weil mit dem Rapid wirklich Probleme gehabt hat. Resultierend daraus waren dann so um die 30. Minute weitere richtig gute Chancen für uns. Ja, und dann war natürlich diese für mich klare Fehlentscheidung. Dadurch hat das Schiedsrichterteam dem Spiel ein völlig anderes Gesicht gegeben. Wir haben dann versucht, kompakt in den Linien, zwischen den Linien zu stehen. Aber umsonst danach hat man dann auch gesehen, nach der Pause weiterhin zugetraut, da ein Unterzahl ein Tor zu machen. Das haben wir richtig gut gemacht. Fußballerisch dann uns zugetraut, enge Raumsituationen zu lösen. Waren gefährlich, haben wenig zugelassen. Am Ende hat es die eine oder andere gute Chance für Rapid gegeben. Deshalb denke ich, nehmen wir den einen Punkt wirklich sehr verdient damit nach Hause. Ich bitte um Ihre Fragen. Kurz aufs Mikro warten, bitte. Servus Christian, du, ist diese Zahl, wenn man die Statistik, stimmt nicht immer, aber Zweikampfquote von 63%, zeigt das ganz einfach wirklich den mentalen, diesen Willen der Mannschaft? Ja, Zweikampfquote, da muss man immer aufpassen, das ist halt auch, wenn man jetzt anläuft und er spielt einen Meter vorher einen Ball weg, dann ist das ein verlorener Zweikampf, da muss man schon immer vorsichtig sein, aber insgesamt hat schon das gezeigt, dass man, vor allem wenn man das vergleicht mit dem ersten Spiel im Jänner da in Hütteldorf, waren wir schon viel präsenter, viel griffiger heute. Deshalb waren wir bis zum Ausschluss, waren wir dem 1-0 viel, viel näher wie Rapid. Und von dem her war das sicher auch für uns ein klares Vorhaben, dass wir einfach in den Duellen, in unserem Auftreten einfach mehr Präsenz zeigen wollten. Und das habe ich gespürt über das ganze Spiel. Und es war wirklich sehr in Ordnung, der Auftritt. Bitte. Ich meine, es schaut noch ein Dreikampf um einen Platz, über Salzburg auch noch nicht reden, ja, ein Dreikampf um einen Platz 2 aus. Ja. Glaubst du, ist deine Mannschaft wirklich schon bereit für diese Sachen oder sagst du, jetzt warten wir ab, das Klassischen von Spiel zu Spiel denken? Ja, es ist, glaube ich, in der Meistergruppe ist jedes Spiel richtig umkämpft. Es sind ganz enge Spiele, es sind bis jetzt sehr gute Spiele alles gewesen in der Meistergruppe. Zumeist auch torreiche Spiele. Es war heute auch, es war ein Spiel, das durchaus jetzt nicht auf allerhöchstem Niveau war, aber das Torschancen drinnen gehabt hat, das was viel hergegeben hat für mich. Von dem her ist halt für uns auch wichtig, jetzt auch schade, Kelvin Yeboah, der immer besser kommt, die andere Mannschaft versteht sich schon richtig gut miteinander, der hat jetzt auch seinen Platz schon gefunden, schade, dass uns fehlt, weil WRC ist auch, die haben ihre Qualitäten auch, ich denke, die sind jetzt auch mit dem Sieg halt wieder näher herankommen. Es wird jetzt an uns liegen, jedes Spiel ist ein richtungsweisendes, lassen wir jetzt an WRC endgültig hinter uns mit dem Sieg, bleiben dran vorne an Rapid und am LASK. Also es ist alles möglich, also bis auf das, dass Salzburg halt da vorne festbissen hat, ist alles drinnen. Bitte sehr. Christian, ich möchte an die Frage vom anderen Christian anschließen. Seid ihr jetzt ein bisschen näher an Rapid dran als im Herbst, so von der gesamten Entwicklung eurer Mannschaft, würdest du das so sehen oder ist das sozusagen ein singuläres Ereignis heute gewesen? Das ist singulär, das Ereignis. Ich denke, Rapid hat Ausfälle gehabt, wir haben Ausfälle gehabt. Das hat sich ein Spiel entwickelt, das hat so den Verlauf genommen. Ich denke, wir waren im Herbst, vor allem ergebnistechnisch, absolut dran an Rapid. Haben da eine klare Niederlage dann im Jänner hinnehmen müssen. Haben, wie gesagt, dann wissen wir unseren Jänner und Februar, wo wir halt dann auch sehr schwankende Leistungen gehabt haben, zum Teil selbst verschuldet, zum Teil wie heute auch durch Dinge, die wir dann nicht beeinflussen haben können, muss ich auch ganz klar sagen, das hat uns dann keinen Rhythmus gegeben, aber jetzt im letzten Monat haben wir schon wieder
mehr Klarheit kriegt, spielerisch zugelegt. Und ja, ich denke, wenn wir fit bleiben und wenn die besten Spieler dann alle zur Verfügung sind in der entscheidenden Phase, dann können wir ein Wörtchen mitreden. Da vorne war eine Frage, bitte sehr. Servus Chris, von meiner Seite Glückwunsch zu einem verdienten Punkt. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, was hast du deiner Mannschaft in der Pause mitgegeben? Denn wenn eine Mannschaft in Unterzahl ist, erwartet man sich eigentlich hinten stehen, wie es so schön heißt, im Bus parken und vorne auf dem lieben Gott hoffen. Und was waren so deine Gedankengänge in der 62. Minute? Pause gibt es natürlich ein paar taktische Dinge, die wir besprechen müssen. Das war Standardsituationen, wo wir halt dann relativ klein geworden sind. Da waren ein paar Dinge zu besprechen, strategische Dinge. Wir haben auch gewusst und erwartet, dass Rapid jetzt nicht Personal ganz nach vorne investieren wird, dass viel in die Aufbaulinie investieren werden. Das war eine taktische Überlegung dann von uns. Und das andere war einfach die mentale Geschichte, dass wir sagen, okay, wir spielen auswärts, wir spielen bei Rapid, bei einer Top-Mannschaft, aber wir gehen da raus und wir glauben daran, dass wir da gewinnen können. Und das war mir das Allerwichtigste, dass ich das bei meiner Mannschaft sehe, dass wir auch in Unterzahl, dass wir das annehmen. Und der Frust direkt nach der Roten war ja riesig. Wir haben in der Pause gesagt, so, jetzt volle Energie in unser Spiel rein und wir versuchen da ein Tor zu machen. Hinten haben wir alles kontrolliert über lange Zeit des Spiels. Das hat die Mannschaft wirklich auch sehr, sehr gut umgesetzt. Und in der 62. Minute waren wir nah dran an unserem ersten Elfmeter in der 25. Runde raus. Aber ja, vielleicht kommt er noch oder auch nicht. Weiß ich nicht. Bitte, da drüben gibt es eine Frage. Es gibt mittlerweile jede Runde gröbere Diskussionen wegen Schiedsrichterentscheidungen, die manchmal umstritten sind, manchmal eindeutig falsch, manchmal sehr umstritten. Ist die Qualität der Schiedsrichter im Schnitt schlechter geworden? Ist es nur ein Zufall? Und was kann der VAR davon ab Sommer abfangen? Qualität der Schiedsrichter zu beurteilen, steht mir nicht zu. Ich kann mich ärgern. Es ist mein gutes Recht, weil ich lebe für Sturm Graz, ich lebe meinen Job als Trainer. Muss man sich natürlich dann irgendwann muss man auch wieder gut sein lassen. Ich denke, so wie sie der österreichische Fußballverband einfach Gedanken gemacht hat, wie es die Trainerausbildung weiterentwickelt, denke da richtig gute Schritte in den letzten Jahren gemacht hat, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass auch ein Mittel dem Schiedsrichterwesen zur Verfügung gestellt werden, damit dort da die Ausbildung, die Weiterbildung, das Training der Schiedsrichter einfach verbessert werden kann. Das wünsche ich mir, das ist auch wichtig für die Schiedsrichter, dass da einfach mehr Möglichkeiten kriegen. Und ja, VAR wird genauso zum Diskussionspunkte aufwerfen, da bin ich mir absolut sicher, vor allem in der Anfangsphase. Jetzt noch eine Abschlussfrage. Wenn nicht, dann sagen wir danke, sehr schönen Abend. Für uns geht's. Ich kenne jetzt das Regelbuch nicht, aber bei roten Karten schaltet sich der VAR ein. Und wenn der einen Sinn machen sollte, dann muss er den zurücknehmen. Alles andere, dann, ob ich mir sicher bin, wenn ich das auch höre, was der Schiedsrichterbeobachter für Urteil abgegeben hat. Ich weiß nicht, ob sie sich da jetzt im ersten Moment selber stützen wollten. Für mich, der Kelvin, der geht einfach nur auf den Ball. Er macht jetzt keine Bewegung Richtung Strebinger und der Strebinger kommt raus. Natürlich war es ein Foul, weil er zu spät dort war, weil da war jetzt überhaupt kein aktive Bewegungsgesicht oder irgendwo hinzuhören, dass man da eine rote Karte geben muss. Und von dem her ist für mich ganz klar zum Zurücknehmen, ob er es tut oder nicht, das ist dann, deshalb sage ich ja, wir werden danach, haben wir jetzt in der Champions League wieder gesehen, über welche Dinge, da sind Dinge ganz klar festgeschrieben und geköpft auf dem Arm und es gibt trotzdem Elfmeter. Und das sind Dinge, wo wir immer wieder diskutieren müssen, wo wir uns als Trainer ärgern werden und die ärgern mich massiv, weil ich eben für diese Sache lebe, weil wir da mit einem klaren Plan, mit einer klaren Vision daherkommen sind, aber man muss halt dann auch schaffen, dass man es dann irgendwann einmal gut sein lässt wieder. Und er hat das Spiel verändert, dieser Ausschluss,
ist bitter, dass ich im nächsten Spiel nicht spielen kann. Wir freuen uns aber über den Punkt und über gutes Auftreten. Gut sein lassen, damals auch die Pressekonferenz. Danke für die Zeit und für uns geht es weiter am Mittwoch zu Hause gegen den WRC. Schönen Abend, danke sehr.